willkommen zu einem neuen Video auf dem Technik-News YouTube-Kanal. Ich bin der Dominik und heute gucken wir uns den NIO ET5 etwas genauer an. Wir haben ja bereits einen ersten Eindruck vom ET5 gemacht. Den findet ihr hier oben in der MI. Und da könnt ihr euch mal angucken, wie ich das erste Mal die Begegnung mit diesem Auto fand. Denn jetzt habe ich mal für etwas längere Zeit im Alltag auch gefahren. Und ich denke mal, ich kann mir jetzt ein relativ gutes Bild machen, was das für ein Auto ist, für wen dieses Auto ist und wieso ich es so sehr mag, sagen wir es mal so. Und deswegen gehen wir mal direkt zum Auto und ich zeige es euch mal. Wir haben gerade wieder schönes Wetter bekommen und das passt eigentlich ganz gut zur Farblackierung des NIO ET5, denn wir haben hier die Farbe Stratosphere Blue und die passt ganz gut zur echten Stratosphäre. Ich finde diese Farblackierung einfach genial. Also wie sie so auch in der Sonne hervorkommt, das ist wirklich exzellent. Also wenn ich mir ein NIO in irgendeiner Farbe holen würde, würde ich entweder das hier nehmen oder das Orange, das was sie anbieten. Das habe ich leider noch nicht in echt gesehen, da gibt es kaum welche von, glaube ich. Aber die würde ich auch noch mal gerne im Sonnenlicht sehen, weil das hier im Sonnenlicht ist wirklich schon eine Wucht. Ich glaube, es kommt auf dem Video nicht unbedingt so rüber, aber das ist wirklich eine echt geniale Farbe. Vorne wirkt das so ein bisschen matt, obwohl es halt ein glänzender Metallic-Lack ist. Aber gut, der Matt-Lack bei NIO gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht. Trotzdem ist das hier wirklich ein exzellenter Lack auf dem ET5. Ich habe keine Unebenheiten gefunden, grob fürs Laienauge, sage ich mal so. Und die Front natürlich ähnelt sehr den anderen NIO-Modellen, da tut sich nicht viel, außer dass der ET5 halt deutlich kürzer ist als der ET7. Wir haben hier 4,80 Meter in der Länge statt 5,10 Meter beim ET7 und der SUV ist ja eh was ganz anderes von der Größe her. Wir vergleichen ihn halt eher mit dem ET7, weil es ja auch eine Limousine ist. Und wir haben auch vorne diese Air Vents quasi, um halt den CW-Wert, Luftwiderstand noch ein bisschen geringer zu halten. Den blende ich euch jetzt mal hier ein. Den habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber der soll wohl ziemlich gering sein. Ich denke mal, der wird ähnlich sein wie beim ET7. Und wir haben jetzt hier das maximale Ausstattungspaket, denn wir können erstmalig bei einem NIO-Fahrzeug sagen, wir wollen ein bisschen weniger Ausstattung haben. Man kann, glaube ich, die Sitzheizung hinten rausnehmen, also und die Sitzkühlung, das Duftsystem und noch irgendeine Geschichte. Ich glaube, den Ionisator oder wie das Ding heißt, für den Innenraumluft. Qualität. Das kann man inzwischen rausnehmen. Das ist alles in einem Paket drin. Liegt, glaube ich, bei 1500 Euro. Und ich würde sagen, wenn man sich das Auto schon kauft, sollte man das mit reinnehmen, weil das macht halt so eine Menge von diesen Features aus, die ich gerade erwähnt habe halt. Die sind halt sonst nicht da und man kann sie auch nicht nachträglich aktivieren, denn sie sind einfach nicht verbaut. Gehe ich jetzt mal schwer von aus. Weil bis jetzt gibt es halt nur NIOs, die das alles mit drin haben. Zumindest ist mir noch kein anderer untergekommen. Aber man kann es halt theoretisch rauskonfigurieren, wenn man das nicht möchte. Dann spart man, glaube ich, nochmal so 3.000, 4.000 Euro. Wenn man halt jetzt auch die Anhängerkupplung kann man inzwischen rauskonfigurieren etc. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Aber wir gehen jetzt mal hier rundum um das Fahrzeug. Wir haben hier wunderschöne, es müssten 20 Zoll Felgen sein. Sieht zumindest danach aus. Drauf, ich glaube, es gibt noch eine Nummer größer. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber die sehen auf jeden Fall schon sehr gut auf dem Fahrzeug aus, muss man einfach gestehen. Auch mit diesen orangenen Brembo-Bremssätteln drauf. Die sind natürlich auch optional inzwischen, weil die User quasi von NIO gesagt haben, man möchte quasi mehr Optionen haben oder sie wollen mehr Optionen haben. Und dann hat NIO gesagt, klar, setzen wir um. Das ist halt das Geniale daran, weil NIO ja ein user-konzentriertes Unternehmen ist. Und ja, am meisten auf deren Kunden halt hört, was man bei anderen Firmen vielleicht vermissen tut. Und hinten hier, designmäßig würde ich sagen, sehr Porsche Taycan-mäßig. Das habe ich ja schon mal im ET7 angemerkt damals. Aber ich würde sagen, das Heck gefällt mir hier mit am besten von allen aktuellen Elektroautos. Unten hat man so angedeutete Auspuff Verkleidung, obwohl er ist ja, glaube ich, ein bisschen sportlicher einfach, dass unten so ein paar Zacken dran sind, finde ich gar nicht mal so schlecht. Wirkt halt noch ein bisschen, ja gut, halt sportlicher, weil ET7 war unten gar nichts, das war alles sehr rund, sehr flach und hier sind ein paar mehr Ecken, mehr Kanten, das wirkt halt alles etwas sportlicher. Auch meiner Meinung nach besser als ein Model 3, da könnt ihr mich jetzt gerne lynchen, Tesla-Fanboys, aber ich finde den ET5 vom äußeren Auftreten her und später auch vom Innenraum, weil ich euch nochmal erklären, besser als ein Model 3. Ganz klar. Genau, wir haben hier oben das NIO-Logo drauf und der Lack glänzt wirklich sehr schön, hat so einen Glänzeffekt mit drin, wenn er in der Sonne ist. Hier dieses NIO-Logo ist jetzt in dem Fall grau. Das gibt es, glaube ich, auch in, ich bin mir nicht sicher, ob es weiß oder in komplett schwarz war. Es gibt ja dieses Moon-Package und das ist hier schon drin, weil andere gibt es aktuell nicht zur Auswahl. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht nochmal irgendwann schwarze Optionen gibt, damit auch diese
Umfänge hier quasi am Auto, die jetzt gerade noch so im Silbermatt sind, vielleicht auch in Schwarz erhältlich sind. Aber ich denke mal, das wird irgendwann mal mit der Zeit kommen. Ich finde es jetzt aktuell so nicht schlecht, das kann meiner Meinung nach so bleiben. Und wenn wir schon wieder an der Front angekommen sind, zeige ich euch gleich nochmal hier die Air Curtains, die wir hier unten haben. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, da die sind schon ziemlich groß. Also die gehen auch wirklich sehr gut durch. Und da sammelt sich auch gerade ein bisschen Dreck, sehe ich, vom Schnellfahren wahrscheinlich. Denn wir haben hier, ich gehe mal eben auf die technischen Daten ein, habe ich natürlich auch schon damals im ersten Eindruck gemacht. Wir haben hier ein Allradsystem, wie bei allen NIOs aktuell, mit 489 PS an Leistung. Und beschleunigen tun wir von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Das ist jetzt etwas langsamer als ein Model 3 Performance, ja. Klar, ich will aber auch schätzen, dass der ET5 jetzt mal schon etwas, natürlich etwas mehr Gewicht hat durch dieses Batteriewechselsystem, was ja bei Tesla wegfällt. Und durch die ganze andere Ausstattung, die schon an Bord ist. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben leider keinen Frunk, deswegen spare ich euch die Mühe, die Motorhaube aufzumachen. Das geht natürlich, man kann sie aufmachen, da ist auch das Scheibenwischerwasserreservoir drin. Aber sonst ist da halt nichts. Das ist etwas schade. Aber meiner Meinung nach kein Hals- und Beinbruch und auch kein Negativkriterium, wenn ich mir jetzt ein neues Auto aussuchen würde. Der Kofferraum, da komme ich auch gleich nochmal zu, ist okay für diese Limousinenart. Und wer den Kofferraum halt zu klein findet, der kann ja dann immerhin zum Touring wechseln. Was ist jetzt der Touring, fragt ihr euch? Der NIO ET5, wie er hier steht, ist die Limousinenversion. Also 4,80 Meter lang und Limousine halt. Kofferraum ist halt. Basically so in der Art, ich kann euch einfach mal zeigen, bevor ich da einfach um den heißen Brei rede. Und wenn wir gerade schon hier sind, die Ladeklappe ist wie bei allen NIOs elektrisch. Einmal drauf drücken, dann fährt die auf. Ein bisschen zu langsam meiner Meinung nach, aber man kann sie ja quasi schon aufmachen, bevor man aussteigt. Von daher merkt man das wahrscheinlich gar nicht im Alltag. Und dann gehen wir mal zum Kofferraum. Wir können sie entweder per Knopfdruck aufmachen oder per Fuß. Liegen jetzt wahrscheinlich noch ein paar Sachen von mir drin, aber ich denke mal, das kann man ganz gut sehen. Ich blende euch hier auch nochmal die Litereingaben an. Wir haben aber hier ohne die Rücksitzbank umklappbar. Ja, man kann hier die Rücksitzbank umklappen. 386 Liter müssten es gewesen sein. Das ist ja nicht das meiste Kofferraumvolumen, weil wir haben auch keinen doppelten Boden hier, sondern nur so ein Fach, wo man vielleicht noch Tire-Fit unterbringen kann oder eine Luftpumpe für die Räder, wenn irgendwas passiert ist. Und wenn man die Rücksitzbank umklappt, sollten es um die 1300 Liter sein. Das ist dann natürlich schon einiges mehr, wenn man jetzt halt ein bisschen mehr transportiert. Aber das meiste wird halt eingeschränkt durch diese Erhöhung, die hier drin ist, weil es halt diese typischen amerikanischen Limousinenöffnung ist, die wir halt auch schon beim ET7 hatten. Und deswegen hat NIO ja hier jetzt den Kombi quasi vorgestellt, den Touring, der ja exakt gleich viel kostet, was ja auch sehr selten ist für einen Kombi, muss ich dazu sagen, weil es vom gleichen Modell einen Kombi gibt, ist der Kombi eigentlich meistens sehr viel teurer, weil halt mehr Auto dran ist, wenn man es so sieht. Aber bei NIO sagen sie, nee, gleicher Preis. Passt schon. Und Ausstattung ist natürlich auch die gleiche da drin und den werden wir natürlich auch nochmal gegen Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres bei uns zeigen. Genau. Was ich vermisse, was ich jetzt neulich bei einem BMW gesehen habe, den wir auch testen, ein X1, also iX1, einen Knopf finden zum Ausklappen der Anhängerkupplung. Hier muss man es, wie bei vielen neuen modernen Autos, über Touchscreen regeln. Da hätte ich doch so eine manuelle Taste, die hinten im Kofferraum ist, ein bisschen besser. Weil so kann ich jetzt hier nicht zeigen, wie sie ausklappt. Aber das habe ich ja schon beim ET7 gezeigt. Ihr könnt euch das vorstellen. Zuglast, oder kann er, glaube ich, 1400 Kilogramm gebremst ziehen, war das. Und das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Für ein Elektroauto in der Klasse, muss man dazu sagen. Und der Touring kann genauso viel ziehen, also tut sich jetzt nichts, was das angeht. Genau, oben kann man ihn schließen. Ist auch schön alles hier gepolstert. Klar, ist ein bisschen hohl dahinter. Darf man nicht allzu viel erwarten. Es ist halt immer noch ein Auto, was an sich 47.000 Euro kostet. Aber trotzdem, es ist halt schon echt gut weich verarbeitet. Da kann man sich den Kopf mal stoßen. Das bringt jetzt einen nicht um. Besser auf jeden Fall als Hartplastik überall zu haben. Und natürlich auch serienmäßig elektrischer Kofferraum. Also das ist wirklich top gemacht hier von NIO. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz über die Sensoren rüber, quick, weil wir haben es ja schon mal bearbeitet, das ganze Thema mit den NIO-Sensoren, mit dem Aquila Sensing System, was sie da an Bord haben. Wir haben hier hinten eine Kamera, wir haben da unten eine Rückfahrkamera, wir haben. Muss man alle überhaupt mal suchen hier. In beiden Spiegeln haben wir eine Kamera hier. An den Seitenradkästen haben wir eine. Oben haben wir zwei
Hörner quasi drauf mit den Links- und Rechtskameras und einen LiDAR-Sensor. Vorne haben wir zwei Kameras drin und wir haben auch sogar eine Frontkamera hier vorne für die 360-Grad-View unter dem Nummernschild, falls ihr das da unten erkennen könnt. Also das Ding hat, glaube ich, 13 Kameras. Das ist jetzt sehr viel, muss man dazu sagen. Aber ich finde es gut, dass es eine Frontkamera hat und nicht wie bei Tesla, dass man halt keine 360-Grad-View bekommt. Ich hoffe mal, das machen sie im Facelift im Highland besser, dass wir das anbieten, zumindest optional, wenn es halt geht, überhaupt, wäre schön, weil das ist wirklich ein riesengroßes Feature, was ich natürlich auch nochmal während des Fahrens dann zeigen werde. Aber dann würde ich es mal sagen, ich zeige euch nachher mal den Innenraum. Ich mache gleich noch ein Update, denn wir haben hier vor kurzem eine Meldung bekommen, Over-the-Air-Update ist verfügbar auf eine neue Version und ich möchte natürlich fair sein und den aktuellen Stand euch zeigen von der Software. Und falls sich da was Großes geändert hat, was ich jetzt mal nicht denke, weil das Update war relativ klein, auch wieder nicht, 4,5 GB stand da. Aber es wird übrigens auch alles über die mobilen Daten von NIO runtergeladen. Das heißt, ihr braucht keinen Hotspot aufzumachen. Ihr könnt das überall quasi in Europa runterladen, das Update, und dann durchführen. Das dauert eine Stunde, ist das Fahrzeug dann quasi außer Gefecht. Ganz normal für diese Over-the-Air-Updates bei Fahrzeugen, würde ich sagen. Zumindest immer noch besser als bei VW mit über 4 Stunden bei den ID-Modellen. Aber das soll jetzt mal nebensächlich sein. Ich werde euch dann den Innenraum mal zeigen vom ET5, sobald das Update drauf ist. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt nach dem Update auf die Version 1.3.6. Ich habe das Auto nochmal kurz ein bisschen sauberer gemacht und bin an eine andere Location gefahren, weil ich das hier auch ganz schön fand. Wird auch ein bisschen dunkler inzwischen. Ich denke mal, nachher wird es noch Regen geben. Deshalb beeilen wir uns mal ein bisschen noch. Also, Update lief ohne Probleme durch. Also, das lief so 43 Minuten ungefähr. Das ist okay Zeit für ein etwas größeres Update und in dieser Zeit kann man das Auto halt nicht bewegen. Das muss man auch nochmal zustimmen in den AGBs etc. Und hat aber alles super funktioniert. Und ich muss auch immer nochmal diese Farbe loben, also diese Lackierung, die ist wirklich exzellent. Also, ey, die ist echt gut. Na gut, kommen wir mal dann zum Innenraum, wenn wir schon dabei sind. Also, wir haben hier die beige Innenausstattung. Man kann unter 4 verschiedenen wählen. Also schwarz, grau, grün, dunkelgrün ist das so. Und halt diesen beige. Alles außer grün müsste sogar kostenfrei sein im Konfigurator. Und alles, was, also das grüne, kostet halt Aufpreis dementsprechend. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das ja schon in meinem anderen ET5-Video gesagt, wo ich das ersten Eindruck hatte. Bin mir nicht sicher, ob ich die gleiche Farbe hatte. Aber es spielt jetzt keine Rolle. Wir haben auch hier diese Gummitextur, die so geriffelt ist. Das fühlt sich wirklich sehr gut an. Macht auch diesen lustigen Ton, wenn man daher geht. Aber ja gut, ist auf jeden Fall schon hochwertig. Besser auf jeden Fall als purer Lieferwagen-Plastik-Gedöns. Hier oben unterschäumtes Kunstleder-Imitat oder so. Und hier unten haben wir dann dieses Eco-Material aus den PET-Flaschen mit dem Fenster. Öffner und Schließer. Fenster gehen hinten bei dem ET5 nur so bis zum Viertel runter. Ist halt der Bauform der Türen wahrscheinlich geschuldet. Und wir sehen hier auch so ein bisschen was von der Ambientebeleuchtung. Ja, das kann man sehen. Und ein Lautsprecher, unten eine kleine Einstiegsleiste, wo NIO draufsteht. Ich würde mal sagen, wir setzen uns mal hinter mich. So. Und ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, ich hatte die gleiche Farbe beim ET5 Launch Event, aber spielt jetzt keine Rolle mehr. Da saß ich ja auch schon quasi hinter mir und ich fand den Platz wirklich gut. Also ich würde mit dem Sitz ein bisschen höher gehen, damit meine Füße unten drunter passen. Das tun sie jetzt gerade nicht. Aber trotzdem kann man hier eine längere Fahrt locker drin aushalten. Vor allem auch wegen diesem großen 1,23 Quadratmeter umfassenden Glasdach, was auch eine UV-Tönung mit drin hat. Und ich glaube, im ET5 Touring kann man das sogar automatisch abdunkeln lassen. Also ähnlich wie beim BMW X oder ID7. Zumindest habe ich da was gelesen. Ob das wirklich so ist, sieht man dann. Und hier oben hat man Lautsprecher. Hier ist ein Kleiderhaken. Also genau, Kleiderhaken, ein Licht, was man per Touch anmacht und auch wieder ausmacht. Genau. Und hier haben wir noch einen zweiten Kleiderhaken. Also hier ist sehr viel Platz für Kleider und für Klamotten. Weil sehr beliebtes Auto unter der weiblichen Bevölkerung. Aber trotzdem finde ich den jetzt nicht unpassend für Männer. Also der sieht wirklich gut aus. Von außen und auch von innen. Auch wenn ich eher so zur grünen Innenausstattung tendieren würde. Oder halt zur grauen oder klassisch schwarz. Genau. Hier ist alles so ein bisschen unterschäumt. Aber es ist trotzdem
Also es ist nicht ganz klares Plastik, aber es ist auf jeden Fall nicht das Billigste, was geht. Das ist gut. Hier unten die Lautsprechergitter, die oberen hier, sind mit so einem Stoff bezogen. Das finde ich sehr hochwertig gemacht. Und hier überall haben wir auch dieses Mikrofaser quasi angebracht, was so ein Alcantara-Imitat sein soll. Fühlt sich aber auch wirklich soweit hochwertig an, wenn man den Preis mal im Hinterkopf behält, ne? Und so sieht hier die Rückkabine, die hintere Sitzreihe aus. Hat auf jeden Fall gut Platz. Für eine dritte Person wird es ein bisschen eng, würde ich sagen. Aber man hätte auf jeden Fall noch einen Anschnaller für die dritte Person. Und was ich etwas schade finde hier unten, sehe ich gerade, wir haben nur einen Typ C hinten. Das ist wirklich etwas mager, muss ich sagen. Klar, es ist nicht weit nach vorne, in dem Fall zum vorderen Fach, wo auch nochmal ein USB-A und USB-Typ-C-Anschluss drin sind. Und hier, aber das ist trotzdem ein bisschen mager, finde ich. Genau. Und hier haben wir dann eine kleine, so eine schöne Armauflage hier. Und wenn man hier drauf drückt, kommt ein Becherhalter rausgefahren. Also auch wirklich schön gemacht. Fühlt sich auch jetzt nicht so billig an. Ist auch auf jeden Fall eine gute Qualität. Und fühlt sich wertig an. Und eine Skidurchreiche haben wir hier nicht. Also das ist alles dicht, aber man kann ja die Bank umlegen. Ein Sitz oder zwei Sitze, soweit ich das gesehen habe. Genau. Ja, genau. Und hier unten haben wir die ISOFIX-Punkte auf den beiden äußeren Sitzen und ich glaube vorne nicht. Weil das gucke ich mal vorne an. Hier kann man das sehen. Die sind mit Klettverschluss verriegelt. Also alles soweit relativ hochwertig gemacht und. Das ist hier hinten die Rückbank. Wie gesagt, ich habe das eigentlich alles schon mal in meinem anderen Video beleuchtet, deswegen will ich jetzt hier nicht so viel Zeit verbringen. Aber dieses Glasdach ist immer noch geil. Also, das ist wirklich gigantisch, wenn man hier hinten sitzt und das gefällt mir einfach super. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich vorne. So, um die Türgriffe beim ET5 rauszubekommen, muss man einfach die Hand hier vortun. Dann springen die auf, also sind elektrisch ein- und ausfahrbar natürlich an allen vier Türen. Und das ist halt identisch wie beim ET7. Nur ich muss sagen, hier klappt es irgendwie ein bisschen besser. Also generell, das ganze Auto, muss ich schon betonen, fühlt sich um einiges fertiger an als der ET7. Zumindest jetzt aktuell, bei der ET7 ist ja in China schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich, auf dem Markt gewesen, wo er zu uns kam. Und jetzt gibt es auch schon wieder ein Facelift vom ET7, ob wir das bekommen, keine Ahnung. Da sind, glaube ich, nur kleinere Änderungen drin, aber der hier fühlt sich meiner Meinung nach halt etwas vollwertiger an. Genau. Dann setzen wir uns mal auf den Fahrersitz. So. Und ihr merkt auch direkt, hier ist nicht sonderlich viel Platz beim Fahrer. Ich gehe jetzt mal in meine Entspannen-Position, die ich eingestellt habe, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt hier. Also die Fahrerkabine ganz regulär, wie beim ET7 halt auch, nur dass wir die Materialien etwas anders angebracht haben. Hier dieses Gummi halt zieht sich einmal durch den ganzen Fahrerraum durch, da wo die Lüftungsschlitze sind, die natürlich auch alle per Software hier bedient werden. Genau, hier ähnlich wie bei Tesla, also eigentlich genauso wie bei Tesla, aber funktioniert gut, genauso wie der Tesla. Von daher stört mich das eher weniger. Und hier haben wir das Lenkrad, was auch beim ET5, das habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen in meinem anderen ET5-Video, hier eine dritte Speiche bekommen hat. Das ET7-Lenkrad und ich glaube sogar EL7. Oder hatte der EL7 das schon? Ich korrigiere das jetzt hier, wenn er das hatte. Aber der hatte das glaube ich auch noch nicht. So eine dritte Speiche hier fürs Lenkrad. Wirkt alles nochmal ein bisschen hochwertiger, obwohl ich dieses Zwei-Speichen-Layout nicht schlecht fand. Sagen wir es so, wie es ist. Genau, und hier haben wir die Fensterheber schön unter diesem Eco-Material. Das fühlt sich auch wirklich gut an. Und das zieht sich ja auch hier durch die ganze Mittelkonsole durch. Ist ja, wie gesagt, nicht dieses Rattan, was beim EL7 und ET7 mit zum Einsatz kommt, sondern ein etwas wahrscheinlich nicht so teures Material, weil der Wagen ja dementsprechend auch etwas günstiger ist. Zwei Becherhalter oder Flaschenhalter und ein kabelloses Ladefach. Auch hier wurde schon drauf geachtet. Hier unten ist ein kleiner Lüftungsschlitz, damit das Handy nicht überhitzt. Finde ich sehr schön, dass sie das gemacht haben. Handschuhfach nicht vorhanden, denn wir haben hier unten, kann man das sehen? Ja, da wo der Leihvertrag liegt, ein großes Fach und hier nochmal ein ziemlich tiefes Fach, wo drei 0,5 Liter PET-Flaschen locker reinpassen. Und dann der angesprochene USB-A und USB-C-Anschluss. Ich denke mal, der A-Anschluss wird für Daten sein und der C für Aufladen. Also ganz typisch. Da ist auch noch ein Licht drin, damit man nachts auch noch alles erkennen kann. Auch übrigens, alles ist ja wirklich in diesem Beige gehalten, auch die Anschnallgurte. Das muss man halt mögen.
wenn man es nicht mag. Wie gesagt, stehen noch vier andere Optionen oder insgesamt dann halt, wenn man das hier wegrechnet, dann drei Optionen noch zur Auswahl, die man machen kann. Ich persönlich würde tatsächlich zu diesem dunkelgrün tendieren, das kann ich euch jetzt nochmal einblenden hier, weil das sieht wirklich sehr edel aus und ich habe auch, glaube ich, schon mal drin gesessen kurz. Das gefällt mir wirklich sehr, muss ich sagen. Na gut, hier haben wir den großen rahmenlosen Spiegel. Hi. Dann die E-Call-Taste, zwei LEDs. Das ist ähnlich wie beim ET7 eigentlich aufgebaut hier drin. Genau wie die Dinger hier. Die Schnackverschlüsse, wie ich sie nenne. Also die schnacken ja hier wie wild nach rechts. Und man kann es hier entnehmen. Ich glaube, das war beim. War das beim ET7 per Magnet oder bei Tesla? Ich glaube, bei Tesla war das per Magnet gelöst. Fand ich noch ein bisschen besser. Aber leider kann man das hier auch nicht. Ist ein bisschen flabby das Ganze. Aber das haben die Dinger ja an sich. Leider nicht erweitern. Also man kann es nicht so rausziehen. Ich denke aber einfach, das liegt daran, weil die Dinger auch schon so lang sind. Und beim ET7 ist ja auch nochmal ein bisschen größeres Fenster und so drin. Und da macht es auch ein bisschen mehr Sinn. Ich vermisse es jetzt hier nicht, muss ich sagen. Aber es wäre natürlich schön, wenn er es gehabt hätte. Hier oben die kleinen Löcher da, wenn man das sehen kann. Da, genau. Die sind für die Mikrofone, für Nomi-Erkennung. Damit Nomi weiß halt, von wo ihr sprecht. Also Nomi, wie gesagt, ist die kleine Kugel da vorne. Und die muss ich euch, glaube ich, nicht mehr erklären. Die macht alles, was euer Herz euch wünscht, quasi im Auto. Und immer mehr. Also sie lernt immer dazu, hat eine eigene KI eingebaut, die NIO immer weiterentwickelt per Over-the-Air-Updates. Und wie gesagt, letztes Over-the-Air-Update, können wir mal reingucken hier unten. Allgemein. System auf den neuesten Stand, hier 1.36.de. Das kam jetzt während meines Testzeitraums auf. Und konnte ich halt dann per App oder halt im Auto installieren. Das lief alles wirklich reibungslos, muss ich sagen. Die Informationen zur Geschwindigkeitsbegrenzung sind nun genauer. Dank einer optimierten Hinderniserkennung wird unnötiges Bremsen reduziert. Habe ich jetzt noch nicht viel von gemerkt. Also das unnötige Bremsen ist, glaube ich, doch ein bisschen weniger geworden. Aber die Schildererkennung ist, also davon habe ich jetzt was gemerkt und auch von dem reduzierten Bremsen. Aber das ist noch nicht ganz weg. Das unnötige Bremsen, also man nennt es im Fachjargon ja Phantom Braking, also wie bei Tesla halt, wie die das hatten oder haben, dass sie auf einmal bremsen, obwohl nichts da ist, also hatten Angst vor dem Schatten oder so. Aber hier die Geschwindigkeitsbegrenzungserkennung etc. ist jetzt genauer. Die war auch eigentlich vorher schon im ET5 sehr genau. Beim ET7 war ja sie noch relativ ungenau, muss ich sagen. Aber jetzt ist sie hier auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also ich würde sagen, von meinen Erfahrungen jetzt hierher, auf VW-Niveau. Also da kann man sich nicht beschweren. Und wenn er mal irgendwo kein Schild erkannt hat, dann nimmt das halt aus den Kartendaten. Und ja gut, wenn die nicht richtig sind, dann hat das alle anderen Autos auch nicht richtig drin, weil die gleichen Daten benutzen. Ne? Hier haben wir das Hauptmenü. Jetzt nicht irritieren lassen. Begleitet sie seit einem Tag. Ich habe mir hier ein Wechselset durchführen lassen wegen diesem Update, weil ich selbst etwas zu dämlich war, das Passwort richtig einzugeben. Aber gut, das hat jetzt hier nichts mit dem Auto an sich zu tun. Das war meine eigene Dummheit. Von daher ignorieren wir das Ganze mal. Verbrauchstechnisch sind wir bei im Alltag zwischen 16 und 22 Kilowattstunden. Das ist tatsächlich eine sehr große Spanne. Es hängt immer natürlich davon ab, wie viel man hier von benutzt und wie schnell man fährt. Ob man jetzt die ganze Zeit im Sport-Plus-Modus hier durchballert, der dann 4 Sekunden von 0 auf 100 quasi schafft, oder halt die Eco-Modus Prärie fährt, wenn man es so sagen möchte, dann hat man schon einen guten Wert eigentlich im Alltag. Ist auf jeden Fall effizienter als der ET7, klar, ist ja auch ein bisschen leichter, denke ich, und halt auch halt etwas kürzer und durch diese Air Curtains vorne nochmal ein bisschen aerodynamischer. Genau, auf jeden Fall ein relativ solider Wert, natürlich nicht auf Tesla-Niveau, aber das soll es ja auch erstmal gar nicht sein, weil es bietet meiner Meinung nach trotzdem für den fast selben Preis sehr, sehr viel mehr. Von der User Experience bis hin zu Nomi, zu belüfteten Sitze und so weiter. Klar, wenn Tesla das jetzt im Facelift beim Model 3 macht, dann muss man halt gucken, wie es wird. Aber aktuell Stand jetzt, August 2023, wo ich das Video aufnehme, ist das hier meiner Meinung nach besser als das Model 3. WLTP-Reichweite wird hier angezeigt, ist gerade zu 50% geladen. Ich kann hier Standardmodus auswählen, 90%, Langstreckenmodus 100%. Im nächsten Versionssprung, also auf die 2.0-Version, Banyan 2.0, was ja gegen Ende des Jahres wohl kommen soll in Deutschland, kann man hier variabel das Ganze einstellen. Und das finde ich auch besser, als wenn man hier, sagen wir mal, 90%, klar, es ist ein LFP-Akku, glaube ich, die sind okay damit, glaube ich zumindest.
Ich glaube, der kleine ist LFP. Der große 100 Kilowattstunden Akku, der hier drin ist, ist kein LFP. Daher macht es jetzt nicht so viel Sinn, da hier 80% gesagt. Aber gut, die wissen ja wohl, was sie machen. Batterieheizung während der Fahrt, das Feature finde ich echt super. Man kann es hier auch, wenn man hier nach links swipet, in so einem Toggle-Menü selbst auslösen. Das ist so Quick-Menü-mäßig. Da drücke ich hier zum Beispiel Ladeanschluss, kann ich reinpacken und die... wo haben wir sie denn jetzt? Die Batterie. Beifahrerheizung wollte ich nicht. Ich wollte die Batterieheizung. So, ich bin gerade zu dämlich, die zu finden. Okay, sie war auf jeden Fall vorhin hier. Ich habe sie hierüber aktiviert. Kann sein, dass sie jetzt während des Updates irgendwie nicht mehr nötig hatten, das hier reinzupacken. Oder ich bin einfach irgendwie zu dämlich, das gerade zu finden. Aber man kann auch hier die ganzen Funktionen quasi reinpacken. Ach, hier haben wir sie. Ich bin blind gewesen. Aber wie gesagt, die habe ich eigentlich immer auf automatisch angelassen, weil immer, wenn ich die manuell starten wollte, stand da kein Aufwärmen der Batterie erforderlich, weil wir halt immer plus 20 Grad draußen haben. Daher macht das dementsprechend wenig Sinn. Und dann automatisches Schließen beim Regen, automatisches Schließen der Fenster, wenn man abgeschlossen hat. Hier kann man so Lüftungsprofile wählen, dann öffnen alle Fenster komplett. Kann man sie komplett schließen über diese Buttons und dann Favoriten auch speichern. Das ist, finde ich, sehr schön, dass man solche Einstellungsmöglichkeiten hat. Und ich habe tatsächlich schon mal einen kleinen Sneak Peek quasi gehabt auf die Version 2.0. Die wird noch mal ein bisschen, also in Richtung UX-Freundlichkeit, also Benutzerfreundlichkeit, noch mal viel ändern. Und ich würde noch nicht so viel verraten. Ihr werdet es dann sehen, wenn sie draußen ist. Ja, es wird keine Evolution, sondern eine Revolution, was die Software angeht. Die wird auf jeden Fall noch mal einiges besser. Und ich meine, die ist ja jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Also hier seht euch das an. Das ist wirklich genial. Auch Laderoutenplanung ist super. Da müssen sie dann auch noch ganz, ganz kleine Kleinigkeiten optimieren im Alltag. Sonst läuft hier wirklich schon einiges echt gut. Oder vieles läuft schon sehr gut. Aber die meisten Probleme, die sind halt wirklich softwarebezogen. Und die können gefixt werden per Update. Und das werden sie auch machen weiterhin. Da habe ich auch, wie gesagt, ein Versprechen von NIO, dass sie da weiter dran arbeiten. Sonst würden sie ja auch nicht in Berlin, sage ich mal, jetzt ihre Hauptzentrale eröffnen für Software Development und so weiter. Das haben sie jetzt vor kurzem getan. Und da wird die Software halt dann direkt in Berlin aus für Deutschland umgesetzt oder für Europa in dem Sinne. Und dann hier vorne, wie gesagt, das Hauptdisplay, also das Fahrerdisplay. Und das wäre es eigentlich im Groben gewesen. Der Rest kennt ihr ja schon aus den anderen NIO-Videos. Die Innenräume sind ja eigentlich identisch. Deswegen will ich da auch gar nicht groß drum rumreden. Es ist einfach gut. Und ich finde, wie gesagt, den ET5, finde ich, wie gesagt, von allen NIOs aktuell am besten. Zumindest meine persönliche Meinung ist das. Weil er kommt halt in die Richtung Alltagsauto wirklich gut rein. Man kann hier vorne, das zeige ich euch gleich nochmal hier kurz gucken. Ihr seht hier vorne links und rechts diese Huckel, da sind halt die Tagfahrlichter hinten dran. Und die haben sie extra so gemacht, dass man sie sehen kann vom Fahrersitz aus, damit man im Stadtverkehr besser navigieren kann. Ich muss wirklich sagen, das funktioniert wirklich. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, weil ich dachte halt 4,80 Meter, okay, klar. Das ist jetzt nicht so, dass... kürzeste Auto, was geht im Stadtverkehr, auf keinen Fall. Ich glaube, Model 3 ist sogar kürzer als 20 cm um den Dreh. Wenn ich jetzt lüge, weiß ich nicht. Ich glaube sogar, das Model 3 ist kürzer irgendwie. Also 20, 15 cm müsste es kürzer sein. Würde ich jetzt persönlich, wenn ich die so sehe, im Alltag nicht schätzen. Ich dachte, das hier wäre genauso groß, aber es ist anscheinend länger. Und wenn man halt ein Kombi möchte, dann kann man halt zum ET5 Touring greifen. Und dieser ET5 Touring kostet halt, wie gesagt, exakt das gleiche wie diese Limousine. Und wenn man, sage ich mal, halt viele Sachen zum Koffer, in den Kofferraum packen möchte und diese 386 Liter hier ohne die umgeklappte Rücksitzbank halt nicht reichen und man möchte mehr haben, dann kann man halt, wie gesagt, den Kombi nehmen. Und diese Auswahlmöglichkeit finde ich halt einfach genial, weil NIO hat ja diesen Kombi wirklich nur wegen Deutschland oder halt wegen Europa auf den Markt gebracht. In China wollten sie ihn anscheinend erst gar nicht, aber jetzt verkauft er sich in China tatsächlich sehr gut. Ich glaube, mit am besten verkaufte NIO-Modell da oben, neben dem EL6, den wir natürlich auch nochmal bald testen werden, dem kleineren SUV. Ne, aber wie gesagt, ich muss wirklich sagen, ich bin mit diesem Auto wirklich extrem zufrieden und ich würde sagen, wir gehen mal nochmal gemeinsam nach draußen. So, wir wollen nochmal kurz auf die Ladeleistung eingehen. Ich öffne mal kurz die Ladeklappe hier, so. Ja, jetzt hat es das erste Mal funktioniert, in einem Durchgang, das ist schön, weil der drückt halt hier, wie gesagt, nur den Knopf hier unten, der übrigens in der neuesten Softwareversion auch zum Entriegeln des Ladeanschlusses da ist, weil anscheinend hat NIO in China oder so Probleme gehabt, dass die User den einfach rausgezogen haben, obwohl... der eigentlich verriegelt sein sollte. Auf jeden Fall haben sie jetzt so gemacht, wenn man den Stecker einsteckt, ist er sofort verriegelt und man muss halt den Knopf länger drücken, damit er mal rausziehen kann. Das machen, glaube ich, Ford und so auch so. Von daher finde ich jetzt kein großes Ding, finde ich gut so.
Wenn das für die funktioniert, dann ist das ja super. Genau, Ladeleistung. Leider nur 130 kW im Peak und ich habe maximal 125 bekommen. Und dann driftet er halt so in die 85er kW Ladeleistung ab. Das ist halt wirklich nicht gut für dieses Auto. Das kann jeder andere besser in der Klasse. Klar, die Chinesen können aktuell noch nicht so schnell laden, wie man es denken würde für den Preis. Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch was. Also ich weiß, dass da noch was kommt. Darf euch da ja natürlich nicht so viel zu sagen. Nur, dass halt Carmaniac auf jeden Fall ein Versprechen von NIO bekommen hat und ich auch, dass da was kommt. Und ich sag mal so, es hat was mit dem Battery Swap zu tun und es ist für alle diese Fahrzeuge, die man jetzt schon kaufen kann, von der NT2.0-Plattform gedacht. Und es wird halt per Update kommen und nach aktuellen Gerüchten, die ich halt so aufgeschnappt habe, 180 kW Maximum im Peak und hoffentlich eine relativ gute Ladekurve. Wenn er so bei 150 oder kW ist, dann ist das wirklich gut. Dann kann man damit leben. Und dann hat man ja zusätzlich noch als Option dieses Battery Swap Feature, was ja auch sehr gut funktioniert. Ja, und dann wäre es eigentlich perfekt, muss man sagen. Genau, dann würde ich sagen, wäre es das erstmal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Fazit über. Bis gleich. Und dann gucken wir uns mal. Mache ich mal das Fazit vom Auto, vom NIO ET5. Also, stelle ich mich nochmal kurz hier das Auto im Hintergrund, damit ihr das schön sehen könnt hier. Upsala, so. Also, ja, jetzt hat er mich angehupt, weil er zugegangen ist. Kann man natürlich auch alles abstellen. Er wird mich jetzt ein bisschen nerven im Alltag, muss ich sagen, aber ist nett. Gut, also, ET5. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen. Sehr gutes Fahrwerk, sehr sportliches Fahrwerk. Also, wenn man das nicht mag, dann sollte man vielleicht doch eher woanders gucken. Also, schon eher ein Model 3 performancemäßig, ein sportliches, ein hartes Fahrwerk. Aber trotzdem immer noch ein sehr gutes. Er liegt sehr gut in der Kurve. Also, wenn man kurvenreiche Fahrten mag oder halt sportliche Fahrweise hat, dann wird man auf jeden Fall mit dem sehr zufrieden sein, vor allem wenn man im Sport-Plus-Modus fährt. Und vom Design her, wie gesagt, einfach top. Ich mag das Neo-Design und NIO soll einfach so weitermachen, meiner Meinung nach. Sie machen es auf jeden Fall richtig und jetzt kommen ja bald Alps und Firefly, die etwas günstigeren Marken von NIO, die dann ja günstigere Autos hoffentlich auch auf den Markt bringen. Das ist ja die Hoffnung dahinter. Wenn das wirklich die gleiche Qualität beibehält, wie jetzt bei den Hauptfahrzeugen von NIO, weil die sollen ja immer noch einen gewissen Premium-Faktor ansprechen, was sie auf jeden Fall tun. Ja, dann würde ich sagen, kauft euch weiter NIO-Aktien oder behaltet eure NIO-Aktien in dem Sinne. Da wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Genau, und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, setzt die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt und bis zum nächsten Mal, euer Dominik. Ciao.